Hallo Freunde. So, gehen wir weiter. Oha. Oh mein Gott, was ist das denn? Scheiße, jetzt ohne Scheiße, ich bin erschrocken. Ey, es ist immer anders, wenn man mit Kopfhörer, kann ich mehr reden. Wenn man mit dem Kopfhörer spielt, das ist jetzt ohne Scheiß, das ist immer was anderes. Dann viel intensiver, keine Ahnung. Irgendwie, vor allem wenn es laut ist. Oh nein, oh nein. Oh nein, stirbt mich bitte. So. Doch. Aha, da habe ich noch vielleicht etwas. Aber ich glaube, das ist wieder dieser Kiesel oder so. Oh Mann, wer schießt? Hm. Muss ich dich beschneiden? Hm? Muss ich das? Schämst du dich nicht? So. Auch tot. Okay, da ist nix. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Ja, wundervoll. Ist das ein Friedhof? Also, ich hab paar Gameplay von Dark Souls 3 gesehen und diese, wie sagt man, Steine, Friedhofsteine, Grabsteine, die sehen schon ein bisschen ähnlich aus in Dark Souls 3. Stört mich nicht, aber ich glaube, da hat Software ein bisschen kopiert, ein paar Sachen auch in Dark Souls 3 angewendet. Aber Bloodborne ist ein Hammerspiel, deswegen, also groß stören tut es mich natürlich nicht. Hemwig Knochenstraße. Aha. Das ist die Knochenstraße. Nicht die Sesamstraße, nicht die Langstraße. Nicht die Lagistraße, die Knochenstraße. Ja. Oh. Eine Lampe. Mal schauen, mal schauen. Oh, wie pervers. Wie pervers ist das denn? Okay. Oh, shit. Also ich muss... Sind die am Tanzen? Mir geht's nicht gut, wie es aussieht. Oh, passen. Gut. Gut, gut, gut. Scheiße. Oh nein, oh nein. Nochmal. Scheiße. Schauen wir mal da. Die schleichen so richtig und dann, ey, man erschrickt auch. Neugier voraus. Ja, bevor ich dahin gehe, ich will die Orientierung nicht verlieren. Ist ja meine Stärke, wie man weiß.
Also ich bin hier von da aus gekommen. Genau. So. Und bevor ich links gehe, gehen wir da. Also, es war richtig. Gut. Bam, 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 bam. Aha. Wohnt da jemand? Ist die am Scheißen? Okay, lass mich. Oh mein Gott, ich kann heute nicht schlafen. Ich kann heute nicht schlafen. Wie die stöhnt. Gerät funktioniert nicht. Why not? Und wenn ich runterspringe? Ja. Dann ist gewesen. Nochmal? Nein, nein. Lass es gut sein. Was habe ich da? Also ich dachte Neugier voraus, aber okay, die stöhnt. Ich will nicht wissen, was die macht. Dann gehen wir so. Oh, was ist das? Guck mal, wie die sich bewegen. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Naja. Aha, Geheimgang. Juhu. Was das? Oh. Oh, Handy. So. Gehen wir mal. Ey, was ist das? Oh, da habe ich ja noch was. Dickes Kaltblut. Wollte ich schon immer haben. Ey, Schwester, bleib mal locker. Oh. Junge, wie aggressiv die Gegner sind. Ich bin so froh, ey, dass meine Kondition so kraft, wie sagt man, so stark ist, so gut ist, so hoch. Ja, wirklich, also sonst sieht es schwarz aus. Okay, ja, es gibt zwei Wege, wie es aussieht. Gut. Ich schaue immer wieder, ob ich etwas vergessen habe, weil wenn man ein paar Stündchen spielt, dann kommt es vor, dass man mal was übersieht. Okay. Oha. Ich dachte, du bist tot. Oh mein Gott. Ah ja. Ich kenne dich doch. Komm. Oh, Blutfiole bekomme ich von dem. Ja. Ja, das weiß man. Irgendwann mal weiß man das, was man bekommt von den Gegnern. Schade, dass es nicht zufällig ist. Oha, was ist das? Aha, da ist eine Dame. Freut sich nicht wohl. Stirb! Scharlatan. Du Scheitan. Scheitan bedeutet auf Arabisch, nein, nicht Arabisch, Türkisch. Es bedeutet Teufel. Scheitan. Scheitan. Ja, Mann, das passt irgendwie. Okay, wie verwirrend. Und was gibt's da? Nix, gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du. Mama mia, das war... Alter. Ich bin böse erschrocken. Oh, shit.
Also alle, die meinen, ich kenne das Spiel auswendig, die sehen. Oha. Nein, nicht runterfahren, bitte. Die sind auch ganz schön nervig. Gut. Also ich habe 16 Blutfiolen, weil ich weiß nicht, vielleicht kommt ein Boss bald mal und dann will ich nicht ohne Heilgetränke sein. Ah, guck das mal an. Ich kann runtergehen. Und wenn ich jetzt, wenn ich so gehe, wo komme ich dann hin? Naja, egal. Ich muss das natürlich mal zuerst freischalten, indem ich das benutze. So. Wo bin ich jetzt? Ah. Da war ich doch. Das ist auch eine Abkürzung. Genau. Ui. Wie hässlich. Ich kotze gleich. Die Kotze ist hochgekommen. Jo, Kiesley, das ist so unnötig. Das Zeug. Das tut man so auf die Gegner werfen, damit sie, ja, damit sie dich angreifen, aber ich finde das irgendwie mega unnötig. Was stellt? Niemals! So. Ist da noch was? Nicht, dass ich da runterfalle? Oh. Hey, jetzt ohne Scheiße, ich muss das mal lesen, was das ist. Knochenzeug. Da. Ah, das verstärkt unsere Kugel. Okay. Blitzpapier kann ich bestimmt brauchen. Wo ist es? Wo ist es? Da. Neu erwachen, ohne Blutechos zu verlieren. Aha. Oh. Also ich bin schon richtig. Oh. Bam. Aha. Ah. Ey, das stresst aber. Also ich hab heute gehört beim Games TV. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich lustig. Die machen super Videos. Die haben auch ihren eigenen App. Und ich hab gehört, dass irgendwie Dark Souls 3 ein bisschen einfacher ist als Bloodborne. Und da war ich ein bisschen enttäuscht irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wir werden das sehen. Aber Bloodborne ist schon. Also vor allem das DLC ist schon heftig. Ja, also wir werden das noch sehen. Und ja, ist schon ein bisschen schwierig, also ein bisschen ist gut. Also ich werde natürlich die Bosse immer versuchen alleine zu schaffen. Aber wenn es nicht geht, dann, also wenn ich es nicht packe, dann muss ich halt jemand rufen mit der Glocke, mit so einer. Das ist zum, damit man an andere Leute hilft. Ja. Und man kann auch Leute rufen mit einer anderen Glocke. Also wenn es nicht geht, dann muss ich das machen.
Ich hoffe nicht, aber. Also ich muss schon auf. Oh. Also ich muss schon ein bisschen auf Vitalität skillen, unbedingt. Weil es schon wenig. Meine Vitalität ist schon sehr wenig, kann man sogar sagen. So. Weil ich sterbe sowieso mit einem Treffer. Oha. Okay. Und ja, und im DLC wird das Spiel wirklich, also es übertrifft alles. Das ganze Spiel, also ist schwer, aber das DLC ist nochmals schwieriger. Nicht nur die Bosse, auch die normalen Gegner. Und dann habe ich keine Lust. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Boss nicht weiterkomme. Ich meine, irgendwann muss ich ja weiterkommen. Und ich werde nicht 50 Videos aufnehmen, bis ich das schaffe. Nein, ich bin schon ehrgeizig, aber es sieht dann auch blöd aus. Ich mache dann so maximal 3, 4 Videos von einem Boss, wenn ich nicht weiterkomme. Aber danach muss ich halt andere rufen. Aber ich denke, das ist nicht schlimm. Weil es immer anders, wenn man Let's Play-Videos macht. Oder selber spielt. Ist schon. Also wenn man selber spielt, kann man x-mal probieren, aber wenn man aufnimmt, ist halt nicht so. Okay. Also man kann schon 50 Videos machen. Aber denke, das wird nicht interessanter. Komm, guck mich nicht so an, greif mich an. Komm. Komm, Guju Guju. Oh, schnell. So. Nein, nicht getroffen. Also die droppt ja gar nichts. Aha. Oh, ha. Scheiße. Okay, Blutstein. Ich habe schon 1000 von dem. So. Oha, der hat mich nicht mal getroffen. Puh. Flasche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist alles Hey, ich bin schon ziemlich unvorsichtig. Okay. Alter, was ist das? Fuck. Also jetzt ohne Scheiß, man bekommt Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Was ist das? Oh. Ist das Wein oder ist das Blut? Das war kaputt? Nein. Also ich will es noch einmal machen. Okay, das genügt. Der Dicke wartet schon auf uns. Oh ja, er wartet. Aha, eine Abkürzung. Ja. So, die Zeit ist auch leider schon um, wollte ich sagen, aber ich denke nicht, dass sie mich in Ruhe lassen jetzt. Deswegen. Was hat er?
Droppt Mäßigung Blut Edelstein. Gut, also Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.